Willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Wir sind heute im Haus von Grimace. Okay, Timmy, hallo, willkommen in meinem Haus, sagt er. Hier bin ich. Hallo Kinder, es ist so schön, euch kennenzulernen. Freut uns auch. Hallo Timmys Mom. Ihr könnt euch gerne im Haus umschauen, macht es euch gemütlich. Alles klar, das mache ich doch. Ich bin so gespannt. Wir sind mit Timmy eingeladen zu seinem Geburtstag und ich muss jetzt hier auf jeden Fall mal das Haus erkunden. Ich sammle schon mal ein paar Münzen ein. Ich weiß nicht, was bringt du hier so Schlafzimmer? Leute, was ist los? Lass uns im Garten spielen, bevor es dunkel wird. Alles klar, das klingt nach einer Idee. Auf geht's. Dann gucken wir mal, wo ist der Garten? Ich glaube, ich habe mich hier nämlich verlaufen. Nee, ich muss die Treppe runter. Auf zum Hinterhof. Timmy hat einen Spielplatz in seinem Hinterhof. Was? Okay, Momentchen mal. Oh mein Gott, Timmy hat halt einen kompletten Spielplatz. Der hat Schaukeln, der hat, oh mein Gott, der hat so ein Ding, die fand ich immer amazing als Kind. Ich kann mich hier einfach drehen. Wie heißt denn das? Wie ist das Wort dafür? Ich hab's vergessen. Karussell? Karussell. Timmy, wenn ich so einen Garten hätte, würde ich auch die ganze Zeit Leute einladen. Kinder, reinkommen, es ist Zeit zu feiern. Ich kann's kaum erwarten. Ich hab, oh mein Gott, Pizza. Ja, ich liebe Pizza. Abendessen essen. Na gut, habe ich kein Problem mit. Ich nehme mir doch gerne ein Stückchen Pizza. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Das ist leider mit Peperoni. Das schmeckt mir nicht so gut, aber es ist okay. Pizza ist Pizza. Oh, und es wird langsam dunkel. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Es ist nie gut, wenn es dunkel wird. Ich frage mich, wer das sein könnte. Oh, Leute. Es ist Grimace. Es ist Grimace. Das Monster von Grimace. Vom Grimace Shake. Warum? Herzlichen Glückwunsch, Grimace. Warte, ich dachte, Timmy, ich dachte, wir sind hier für deinen Geburtstag. Wir sind hier, um Grimaces Geburtstag zu feiern. Hey, danke, Leute. Ich habe euch allen Milchshakes gekauft. Ich dachte, das Grimace-Monster wäre böse, aber der ist voll lieb. Ja, Milchshakes. Er hat uns Grimace-Shakes gebracht. Oh mein Gott, danke schön. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke für die Einladung. Ich wusste gar nicht, dass wir so gut miteinander sind, aber ich habe halt voll gedacht, wir feiern hier Timmys Geburtstag. Ich bin hier in das Haus gekommen, war so alles gut. Was ist es, Zeit ins Bett zu gehen? Aber Grimace ist gerade erst gekommen. Wirklich, Mom, es ist doch Grimace Geburtstag. Keine Sorge, Leute, ich sehe euch ja eh bald wieder. Alles klar, Grimace. Dann, gute Nacht, schlaf gut und wir haben halt einfach einen Shake. Dankeschön. Wir sollen uns jetzt hier ein Schlafzimmer aussuchen. Kein Problem, weil ich habe das vorhin schon erkundet, wo die Schlafzimmer sind. Und ich suche mir dieses Bett aus. Zack, ich möchte hier schlafen. Warte, ich lasse mir meinen Shake aus der Hand. Ich habe ein bisschen Angst, den zu trinken. Ich habe ungute Dinge gehört, die da passieren können, wenn man sich diesen Shake genehmigt. Aber, naja, schlaft gut. Oh mein Gott, 3 Uhr. Alle wissen, was um 3 Uhr passiert. Gruselige Dinge geschehen um 3 Uhr. Ich kann nicht schlafen. Seid ihr noch wach? Ja, Timmy, ich bin noch wach. Ja, ja, wir sind alle wach. Ich trinke mal meinen Shake. Was ist los? Warum ist der Fernseher angegangen? Warum haben wir einen Fernseher im Schlafzimmer? Das war mir nicht erlaubt. Oh, Grimace ruft an! Oh mein Gott! Warte, was ist da passiert? Wir werden da reingesaugt? Wir werden in den Fernseher gesaugt? Grimace, wieso? Was zum... Oh mein Gott! Wir sind... Oh mein Gott, da ist Grimace! Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, der ist uns nicht mehr so freundlich gesonnen. Wir waren doch eigentlich alle auf seinem Geburtstag eingeladen. Was ist passiert? Grimace, bist du das? Das ist er. Also, wie er lebt und lebt. Wir haben ihn doch vorhin gesehen. Wir wissen, wie er aussieht. Eigentlich alles cool. Ich hätte den Shake nicht trinken sollen, Leute. Ich wusste, es passiert was Schlechtes. Die Sekunde, wo ich den Shake getrunken habe, ist der Fernseher eingegangen. Jetzt sind wir alle in diesem Schlamassel. Das ist meine Schuld. Naja, aber dann lass uns halt eine Weile hier bleiben. Dann ist Timmys Mom nicht da, die uns rumkommandiert. Ich meine, ich schätze, er hat einen Punkt. Hast schon recht, Grimace. Wir sind jetzt halt in dieser Scheune eingesperrt, die halt lila ist und... Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Grimace, was ist los? Oh mein Gott! Grimace! Was ist los? Warum hast du uns hier eingesperrt? Was passiert hier? Oh mein Gott, Grimace ist böse geworden. Grimace! Nein, alle rennen weg, alle rennen weg. Der hat einfach rotleuchtende Augen gekriegt. Was tun wir? Wie kommen wir hier weg? Wir sind noch eingesperrt. Der verfolgt. Oh mein Gott, der ist halt sauschnell. Ich muss hier hochrennen. Grimace, nein, lass mich in Ruhe. Nein, Grimace, nein! Lass mich! Lass mich doch in Frieden! Geringe Energie, geringe Energie. Ich habe halt kein Leben mehr. Aber Grimace ist abgehauen aus irgendeinem Grund. Timmy, was machen wir denn? Da hinten ist Grimace wieder. Nicht, dass er zu uns kommt. Der sitzt da hinten in der Ecke. Der hat einfach so große Laseraugen. Was? Grimace, geh weg. Warum? Ich dachte, wir wären Freunde. Das ist, weil wir ihm nichts geschenkt haben. Ich wusste es. Wir hätten Grimace ein ordentliches Geschenk kaufen sollen. Kein Wunder, da wäre ich auch stinkig. Okay, Leute, ich glaube, wir sind jetzt in Sicherheit. Wir müssen irgendwie hier einen Weg rausfinden. Da hast du absolut einen guten Punkt.
Timmy, wir müssen hier einen Weg rausfinden, weil ich würde ungern den Rest meines Lebens in dieser Scheune eingesperrt sein. Aber es scheint aus dem Dach einfach rauszugehen. Das ist keine große Sache. Da können wir... Oh, da ist halt einfach eine Seilbahn! Was? Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, das ist amazing. Ich liebe Seilbahnen. Das ist fantastisch, okay. Wir sind halt einfach in der coolsten Scheune der Welt. Wir haben einfach eine Seilbahn da auf dem Dach. Wie bitte? Okay, kein Ding. Da musst du mich nicht zweimal fragen. Wenn da eine Seilbahn ist an deinem Dach, dann bin ich da nicht uninteressiert dran. Wir sind hier oben ready. Und dann können wir auf diese Brücke zipplinen. Wie cool. So, wir sehen uns auf der anderen Seite. Alles klar, let's go. Yay, Seilbahn. Ich liebe diese... Oh mein Gott. Ich hätte im echten Leben so eine Angst gerade zu zipplinen. Einfach weil du dich dann nur festhältst und es geht halt so tief darunter. Aber alles easy peasy lemon squeezy. Hier kann uns nichts passieren. Denn wir kriegen keinen Fallschaden in Roblox. Also alles gut. Das hat Spaß gemacht. Aber Leute, hier ist irgendein riesen Unfall. Weil hier sind Polizeiautos, die... ist euch das völlig egal? Seid ihr nicht concerned damit, dass hier Autos flippt auf der Straße liegen? Das kommt mir ein bisschen spanisch vor. Und ich glaube, wir wissen, wer hier verantwortlich ist dafür. Denn es sind die Grimace Monster. Let's go. Wir müssen die erledigen. Okay. Kein Ding. Wir erledigen die. Wir müssen... Nein! 4%! Grimace Monster! Timmy, hilf mir! Timmy! Nein! Wir müssen uns wiederbeleben, Leute. Wir müssen uns wiederbeleben. Weil so kann das nicht weitergehen. Okay, lass uns weitermachen. Wo sind die Monster? Ich glaube, die haben wir erledigt. Okay, wir können da hinten durch den Gang nämlich fliehen. Die Brücke ist zusammengebrochen. Nein! Mein größter Albtraum ist wahr geworden! Super, wir müssen rüberkommen. Ja, ist es wirklich super, Timmy? Ist das deine Definition von super? Weil es ist nicht meine. Okay, wir haben es über die Brücke geschafft. Wir sind hier auf der richtigen Seite. Okay, gute Arbeit. Weiter geht's. Du hast absolut recht, Timmy. Wir haben eine gute Arbeit geleistet. Alle von uns haben das Jump'n'Run ohne Probleme gemeistert. Sieht aus, als ob da Berge sind, die uns blockieren. Oh mein Gott, ich habe schon ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, wo das hingeht. Da unten ist einfach so Gorilla-Pampe? Ist das Grimace-Shakes-Flüssigkeit? Guckt nach Hindernissen. Es sieht aus, als ob die wehtun können. Timmy, wovon redest du? Nein. Ach, okay. Wir sind hier auf diesem Aufzug. Wir müssen aufpassen, dass uns die Zerhacker hier nicht zerhacken. Aber abgesehen davon sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wenn ich jetzt hier mich mal schon mal in Sicherheit begebe. Das war gut. Das war, glaube ich, wirklich gut. Weil dann haben wir hier nämlich schon mal eine gute Basis. Yes. Warte, es geht hier weiter. Oh mein Gott. Der Aufzug bewegt sich halt einfach weiter. Was? Okay, das ist actually ein bisschen verrückt. Aber das macht... Ah! Das macht voll Spaß. Das ist richtig cool. Was? Okay, wir haben hier dieses Gitter. Man sieht das Gitter nicht. Ich habe halt voll Angst, dass ich in diese lila Matsche falle. Aber alles gut. Ich glaube, wir sind noch in Sicherheit. Die anderen, denen geht's auch alle gut. Alle haben es geschafft. Sehr gut. Wir sind noch als Gruppe unterwegs. Aber was machen wir jetzt? Was machen wir? Wie kommen wir hier raus? Wir sind jetzt halt in dieser Höhle gefangen. Ach, es geht nach oben, oder? Es geht nach oben. Ja, ab in die Ecke. Ab in die Ecke hier. Hier sind wir sicher. Hier kann uns nichts passieren. Let's go. Ich glaube, wir schaffen's. Oh mein Gott, was für ein verrückter Aufzug. Was ist das denn gerade gewesen? Was war das denn für eine Reise? Oh mein Gott. Grimaces Luftschiff? Halten Sie sich raus. Wow, wir haben es geschafft. Ja, Timmy, ich bin auch ein bisschen überrascht. Ey, ganz ehrlich, ich frage mich nicht, was da unten ist. Ich will da gar nicht runter. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Aber warum? Warum müssen wir das rausfinden? Warum können wir nicht einfach fliehen? Warum können wir uns nicht irgendwie einfach ein Auto suchen und dann nach Hause fahren und Grimace zurücklassen? Nein, warum müssen wir in diesen komischen Gully springen? Great. Noch eine Obby. Ja, da hast du recht. Absolut. Absolut supertastisch. Das sieht machbar aus. Okay, kein Problem. Also, wir müssen einfach nur sicher auf die andere Seite kommen. Da kann gar nichts schief gehen. Wir haben halt eine halbe Minute. Das ist nicht viel. Aber besser als nichts. So, zack, zack, zack. Einfach hier rüber. Einmal das Jump'n'Run, dann an den schwingenden Äxten vorbei. Was soll da schon schief gehen? Ich meine, die können uns ja eigentlich nicht verletzen. Hier, zack, zack, zack. Das geht ganz easy peasy. Warten kurz, bis die schwingt. Eine schwingende Axt hat noch niemandem geschadet, sage ich immer. Das ist ja so ein bisschen die Faustregel im Axt-Business. Jetzt geht's hier weiter. Schaffen wir das?
Wir haben nur noch... Die Zeit ist einfach abgelaufen, aber ich glaube, solange wir es zu Timmy geschafft haben, ist es gut. Wir rennen hier mal weiter. Ja. Nee, Timmy bewegt sich nicht. Timmy hat keinen Bock. Super! Sieht aus, als ob da vorne der Ausgang ist. Let's go! Das sieht aus, als wäre der Ausgang da. Felsbrocken. Okay. Jemand muss diese Maschine ausmachen. Absolut. Absolut. Was? Oh mein Gott, deswegen Felsbrocken. Das ist die Maschine, die ausgemacht werden muss. Ja, ich fände das auch ganz gut, weil ich würde nicht gerne... Nein! Was? Okay. Ich habe mir nur so ein bisschen wehgetan scheinbar, weil ich in die Wand gelaufen bin. Ey! Nein, 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 nein. Alles gut, alles cool. Alles cool. Uns kann nichts passieren. Wir sind sicher. Wir sind sicher. So, hier muss der Weg raus sein. Ich mache mal die Maschine. Ah, die Maschine hat schon jemand ausgemacht. Perfekt. Dankeschön, Philipp. So, weiter hier raus. Wo ist denn der Ausgang? Warum sind wir diesen Abgang runtergegangen? Warum ist hier alles lila? Ist das irgendeine Geheimbasis? Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Da kommt doch gleich ein Grimace-Monster raus. Ihr seht es doch auch kommen. Ihr wisst doch genau, was jetzt passiert. Jetzt kommt hier so ein gro... Ah, ja. Mhm. So, was denkt ihr, Leute, was ihr hier macht? Es tut uns leid, Grimace. Es tut uns leid. Warum tust du uns das an? Wir haben doch alle deinen Shake getrunken. Warum willst du uns hier zerstören? Ihr Kinder habt's verdient. Okay, was haben wir denn verdient? Wir sind doch lieb. Nein, haben wir nicht. Lasst uns gehen, Grimace. Lass uns gehen. Lass uns frei. Wenn ihr gehen wollt, dann müsst ihr an mir vorbei. Okay. Verstehe. Kein Ding. Wir müssen Grimace verteidigen. Okay, wir gehen hier erstmal auf diese Dinger. Wir können den Boss nur beschädigen, wenn ihm schwindelig ist. Hier kommt diese lila Pampe. Kein Ding. Und ich glaube, jetzt können wir vielleicht Grimace auch mal eins überziehen. Nein, weil Grimace spiked. Ihm ist nicht schwindelig. Greift uns. Oh mein Gott, hier sind kleine Grimaces. Egal, gegen die kommen wir fertig. Gegen die haben wir schon mal gekämpft und schon mal gewonnen. Die sind halt actually gar nicht so einfach zu besiegen, weil die machen voll Schaden. Aber, nein, 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 Grimace. Grimace, wir kennen uns doch. Wir waren doch auf deinem Geburtstag. Wo ist alles so schief gelaufen? Hier hoch. Schnell, zack. Es ist, weil wir ihm kein Geschenk besorgt haben. Da wäre ich auch pissig. Ganz ehrlich, ich verstehe dich, Grimace. Ich bin, weißt du was, ich bin auf deiner Seite. Wenn, guck mal, du hast uns Shakes mitgebracht zu deinem eigenen Geburtstag. Und wir haben nichts gemacht, sag. Aber, ihr müsst schwindelig, Leute, let's go. Hat sich wahrscheinlich einfach verausgabt. Das hat ihn so angestrengt. Aber, oh mein Gott, die Lebensleiste geht sauschnell runter. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Nein, Grimace, er ist nochmal aufgestanden. Er greift uns an mit seinen Laseraugen. Nein, Grimace, bitte nicht. Bitte, wir können doch über alles reden. Es tut uns leid. Wir fahren dir bald was kaufen, was Schönes. Weiß ich nicht, was magst du? Schokolade? Was ist denn schön? Was ist denn lila? Was kann man denn? Weintrauben? Ha? Hier sind wieder die kleinen Grimace-Lakaien. Aber kein Problem, weil wenn wir die von hinten angreifen, können die uns gar keinen Damage machen. Danke, Timmy, für deine Hilfe. Da ist noch einer. Let's go. Den müssen wir erledigen. Yes. Einfach... Ai! 35 Leben... 53 Leben, meine ich natürlich. Greift den doch mal an. Was sind denn das für viele Leute? Ihr müsst mir helfen. Ich hau doch schon drauf. Ich habe keine Energie. Ist okay. Oh, wir müssen schnell Grimace erwischen. Der ist dizzy. Schnell, 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 schnell. Wir haben es fast geschafft. 50 Leben, 30 Leben, 20, 10. Nein, das Kleine ist noch da. Leute, wir müssen auf Grimace hauen. Nein, wie hat er es denn geschafft? Nein. Sag Grimace, denn wir haben ihn besiegt. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Grimace besiegt. Okay, jetzt kommen wir hier raus, oder? Jetzt sind wir nicht mehr in dieser Höhle gefangen. Yay, heißt das, dass wir jetzt nach Hause können? Bitte, ich will nach Hause. Ich will nie wieder auf den Geburtstag. Warte, was ist das? Nein, es ist ein Tablet. Grimace ruft uns wieder an. Sollen wir rangehen? Grimace ruft uns an. Nein. Leute, nein, wir gehen da nicht ran. Weil, nein. Antworten oder abnehmen? Warte, ist das nicht das Gleiche? Antworten ist ja und abnehmen ist auch ja. Ich glaube, abnehmen heißt ablehnen. In dem Fall, oder? Wow, ich glaube, wir haben den Anruf schon wieder entgegengenommen, Leute. Ich glaube, wir sind wieder hier drinne. Nein, wir sind wieder zu Hause. Ja, wir haben es geschafft. Ich bin so froh, dass wir wieder hier sind. Ich auch, aber warum ist immer noch Grimace im Hintergrund, der uns anruft? Ich bin ein bisschen besorgt. Gutes Ende. Let's go, wir haben es geschafft. Leute, das war's. Wir haben hier erfolgreich die Grimace-Story geschafft. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und falls ihr das auch schon gespielt habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das gute oder das schlechte Ende bekommen habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.